Marcel! Endlich mal! So, jetzt zu der Kunstverein! Yay! Gut gemacht, Marcel! Schön gewaschen hier! Ja? Du brauchst auch gar kein Shampoo mehr. Klo-Shampoo. Vergiss nicht deine Tasche nicht, ne? Hey, geiles Video. Geh du vor. Komm. Pass mal auf. Was mit den 5 Euro? Wir wollen 5 Euro. Aber hast du ja heute nicht bezahlt. Das machen wir morgen 100. Morgen 100 Euro für die Schutzgeld. Ich muss jeder hier zahlen. Wir haben dir das sagen. Das war schon bar. Du tropfst mich an hier. Bar. Meinst du, das war schon bitte alles? Das war noch harmlos. Merk dir einfach. Das war doch gar nichts. Und glaub mir, wir können auch noch richtig brutal werden, auf die Fresse dir geben. Also, kannst du ja jeden Tag mal Geld mit haben, ja? Lisa ist hier neu an der Schule, die hat gegen die drei überhaupt gar keine Chance. Sie ist auffällig und die Gang riecht natürlich, hey, das ist ein typisches Opfer, die greifen wir uns. Das ist schwierig und ohne Unterstützung kommt Lisa da nicht raus. Ah, guck mal, wie du aussiehst. Hast du nochmal Glück gehabt? Könnt ihr mir mal bitte sagen, was ihr nach Unterricht hier im Schulgebäude zu suchen habt? Lisa, was ist passiert? Das ist alles in Ordnung. Jetzt ehrlich. Ja, wirklich. Ja, alles in Ordnung. Jetzt ist ihre Haare gewaschen, Frau Lisa. Ja, denke, ihr mobbt sie. Ich könnte echt kotzen. Ich habe keine Ahnung, warum mir das immer passiert. Auf meiner alten Schule haben die das auch schon auf mich abgesehen. Und der erste Schultag könnte echt nicht mehr schlimmer sein. So eine Scheiße. Was ist passiert? Was ist denn los? Deine Hase? Schule. Die haben meinen Kopf ins Klo gedrückt. Oh nein. Pain is got me feeling so high. Breathing, burning like it's on fire. Slipping, fading out of my mind. When we get close, we're gonna slow it down. Going deeper, still I'm sky high. Giving you this rhythm. Lisa, na, wie war der erste Schultag? War ganz okay, Papa. Warum kommst du eigentlich so spät? Ich habe mir die Stadt noch angeguckt, Papa. Ist alles gut? Wie siehst du aus? Papa, ist alles in Ordnung? Das war der Wind. Nee, sieht dich alles in Ordnung? Papa, das war der Wind. Ist alles in Ordnung? Ach du lieber Gott. Pass mal auf, ich bin ja vielleicht ein blöder Papa oder so. Ja, aber ganz verarschen lasse ich mich auch nicht. Ich meine, ich muss es doch nur angucken. Jetzt lass mal dieses Comic da weg. Jetzt erzählst du mir mal, was eigentlich los gewesen ist in der Schule, so wie du aussiehst. Papa, es ist alles in Ordnung. Ja, was ist denn in Ordnung? Warum hast du solche unterlaufenden Augen? Warum sehen die Haare so aus? Papa, bitte lass mich in Ruhe, ist alles wirklich in Ordnung? Nee, es ist nicht alles in Ordnung. So sieht keiner aus, der normal am ersten Schultag aus der Schule wieder zurückkommt. Was ist denn passiert? Lisa. Nee, komm, erzähl's. Ja, das ist doch nicht alles in Ordnung. Was ist denn nicht in Ordnung? Was ist denn passiert? Ja, in der Schule gibt's so eine Mädchengang. Wie eine Mädchengang? So eine Bande oder? Ja, drei Mädchen. Und die haben mich dann heute ein bisschen überfallen, sozusagen. Wie, die haben dich überfallen? Was haben die denn gemacht mit dir, so wie du aussiehst? Oh, die haben mich... Erstmal haben sie angefangen, mich ein bisschen zu mobben. Und dann haben sie mich... Zu was? Zu mobben. Sich über mich lustig zu machen, weil ich halt anders aussehe. Und dann haben sie meinen Kopf in die Schultoilette getan. In die Schultoilette? Ich sag mal, dir muss man noch das Handwerk legen, diesen Mädels. Aber das kannst du nicht machen. Wie, das kann ich nicht machen? Meinst du, ich lass zu, dass meine Tochter irgendwie den Kopf in der Toilette gebadet bekommt? Nein, Papa, das kannst du wirklich. Da muss man doch vielleicht. Da muss ich mal morgen die Direktorin anrufen. Papa, das kannst du nicht tun. Das macht alles so schlimmer. Das war der erste Schultag. Ja, dann soll der zweite nicht so enden wie der heutige. Papa, ich verstehe auch nicht, warum das immer mir passiert. Jetzt schon wieder. Aber du kannst bitte nicht. Bitte tu nichts, okay, bitte. Ich versuch das alleine zu regeln. Ist es in Ordnung? Klar merkt Ralf, dass bei Lisa was nicht in Ordnung ist, aber Käse ist natürlich, dass er sofort so kommt, als müsste er ihr hier einen Haufen Vorwürfe machen. Besser wäre, Lisa erstmal runterkommen zu lassen, zu sagen, lass uns später reden. Und dann geht es nicht mit Vorwürfen, sondern dann geht es so, ey, willst du mir was erzählen? Sag mal, Lisa, was ist eigentlich los? Bist du jetzt total verstockt? Ich meine, jetzt bin ich doch extra nicht bei der Direktorin gewesen. Jetzt kannst du doch mal was sagen. Ich meine, lass mich einfach in Ruhe. Ja, ich mache mir doch auch ein bisschen Sorgen. Weißt du, das ist jetzt vielleicht ein bisschen uncool, aber ich bin, wenn du so willst, ein Schutzbefohlener. Im Prinzip muss ich ja auch ein bisschen gucken,
Ja, du hast mir aber auch nicht versprochen, nicht bei der Direktorin anzurufen. Mein Gott, Lisa, wichtig ist doch einfach, dass du mir erzählst, was du für Probleme hast. Sonst kann ich doch überhaupt nicht reagieren. Letztendlich bin ich jetzt dein Vater und muss auch gucken, dass es dir irgendwie gut geht. Sag mal, ist das nicht deine Mädchengang? Ja, nein, sicher. Was Papa, machen die denn mit dem Jungen da? Guck doch mal. Papa, das ist nicht die Mädchengang. Wie, das ist nicht die Mädchengang? Was meinst du, meinst du, normale Menschen machen sowas? Papa, nein, das sind die nicht. Papa, was machst du denn da? Papa, warte! Das gibt's doch nicht! Papa! Was seid ihr denn für ein Opeisch? Könnt ihr die mal in Ruhe? Ich glaube, ihr spinnt. Was soll denn das? Aber wir sollen nicht sagen. Wie will ich denn? Ja, wenn du willst. Du machst mich peinlich. Deine Tochter lasst ihr nämlich auch in Ruhe. Mobbing ist in Deutschland nicht verboten, allerdings begeht derjenige, der mobbt, in der Regel eine Vielzahl von Straftaten. Das geht los bei Beleidigen, geht über üble Nachrede bis hin zur Nötigung und zur Körperverletzung. Und was wir gerade gesehen haben, ist typisch für das gruppendynamische Verhalten von jungen Menschen, die eben alleine für sich sehr schwach sind und in der Gruppe eben stark. Und das haben wir gerade gesehen, da kann das Mobben schon für das Opfer mehr als unangenehm werden. Willst du uns verarschen? Wegen dir? Wir kriegen fast keine Schule, ne? Ich krieg irgendeine Klassenkonferenz wegen dir. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Seid ihr ein Scheiße? Du musst deine Schäler direkt mitkriegen. Ja, echt. Leute, ich wollte das nicht. Es tut mir wirklich leid, ich hab auf meinen Vater eingeredet. Wo ist unser Geld, ja, trotzdem haben wir jetzt... Leute, ich hab kein Geld. Wegen die Arschkarte. Ich bekomme nur 50 Euro im 150 Euro kriegen wir jetzt von jetzt statt 100. Hast du es verstanden? Du hast, mit? Du hast kein Geld? Nein, ich hab das Geld nicht. Ja, wir wollen ja mal sehen. Was? Das denn? Oh Leute, bitte, nicht meine Sachen. Was ist das denn? Scheiße. Lass meine Sachen in Ruhe. Kaugummi. Guck mal rein, ob da Geld ist. Portemonnaie. Was für ein Portemonnaie. Ey, 20 Euro. Was ist das? Gar nichts oder was? Was denn? Ich hab aber nichts mehr. Die paar Peanuts? Ja, morgen der Rest 130 Euro. Ja, ihr kriegt das morgen. Ihr kriegt das morgen, ich verspreche es euch. Ja, wenig. Kriegst du auf die Fresse. Aber richtig. Ich krieg das morgen. Verstanden? Wenn wir es nicht kriegen. Hier, hast du noch ein bisschen mit dem Aufsammeln hier. Dann kriegst du noch auf die Fresse. Verstanden, ne? Was wir gerade gesehen haben, war ein typischer Raub. Als Erwachsener würde man mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe erwarten, bis zu 15 Jahren. Hier als Jugendliche, dieses Abziehen wird nicht gleich bestraft wie ein Erwachsener. Hier gilt das Jugendstrafrecht. Da fängt man mit Sanktionen wie Arbeitsleistungen, Dauerarrest an. Es endet dann bei einer Jugendstrafe. Die beginnt allerdings erst mit 6 Monaten. Das heißt, was wir gerade gesehen haben, wird wahrscheinlich mit mindestens 6 Monaten Freiheitsstrafe zu ahnden sein. Oh Scheiße, wie soll ich denn nur an die 130 Euro kommen, die noch von mir wollen? Ich verstehe das alles gar nicht. Nur weil ich Comics lese, werde ich von denen gedisst oder was? Ich mache mich auch nicht über deren komischen Style lustig. Das geht gar nicht. He said he only wanna see his friends. Another week went by and we barely even spoke. Think I'm beginning to read a secret. Sag mal, du musst doch in die Schule. Ja, Papa. Ich habe echt Bauchschmerzen. Bauchschmerzen? Dann solltest du zum Arzt gehen. Nee, das ist doch erst der erste Tag. Die Krämpfe sind zwar doll, aber ich glaube nicht, dass ich zum Arzt muss. Lisa, du musst dich doch nicht umsonst quälen hier. Ja, meinst du nicht, dass du mir vielleicht was aus der Apotheke holen kannst erstmal? Ja, sicher kann ich dir was aus der Apotheke holen, aber ein Arzt wäre doch ein bisschen klüger eigentlich. Ja, aber bitte. Ja Gott, das kann ich machen. Ich glaube, das ist besser erstmal. Ja. Lisa, du, ich wollte dir noch was sagen, ne, wegen gestern. Das war nicht so gemeint, dass ich dich irgendwie wieder zu Mama zurückschicken will oder so. Okay. Das ist nur so in der Rage gewesen, ne? Das war nicht so gemeint. Dann kurier dich schön aus. Ja, alles klar. Dann sehen wir uns nachher, ne? Ja, bis später. Okay. Und sag mal, mit den Mädels, ne? Ist da alles wieder in Ordnung? Hast du ja, das geregelt? Ja, na klar, auf jeden Fall. Ist schon alles. Gott sei Dank. Hat sich erledigt. Bis gleich. Dankeschön.
Nadine, Chanel, ihr müsst leiser sein. Oh, guck mal jetzt da. Das geht nicht. Das geht, ich kann's vergessen, ey. Du Scheiß, hier eine Karte. Was machen wir jetzt? Ich wusste einfach, dass Nadine es nicht hinbekommt, ey. Ja, ja, nur deine Schuld jetzt. Was kann ich denn dafür, wenn das dein Geld ist? Ja, egal, was machen wir jetzt? Ja, wie müssen wir jetzt das Geld fürs Topbefehl-Konzert kommen? Es ist ja nicht nur das Konzert. Hallo, ich meine, guck mich mal an, so gehe ich bestimmt nicht aufs Konzert. Und ja, es fehlen auch die Tickets. Ey, ganz ehrlich, hat das mit den PCs jetzt geklappt? Ey, wäre ja, das hätten voll wir das fette Geld. Beute ja, gewesen. Ja, hätten wir das Geld. Du bist ja zu blöd. Ey, was kann ich dafür? Sicherheitsschuss. Boah, versteht ihr das nicht? Ja. Boah. Ey. Was machen wir jetzt? Wieso müssen die Scheißkohle kommen? Eine Idee? Wo ist denn unsere kleine Manga-Bitch? Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Aber ich kann Papa doch nicht sagen, dass ich ihn beklaut habe und die Gang mich einfach mobbt die ganze Zeit. Ich meine, wer weiß, was für eine peinliche Aktion er dann wieder gestartet hätte. Das geht einfach nicht. Ja, wo ist die denn? Ja, habt ihr die jetzt schon gesehen? Ich nicht. Denkst du, ich achte auf die? Ja, solltest du, wenn wir noch Geld von der kriegen oder nicht? Also mal ganz leise wir jetzt. Kriegen Geld von der. Also, ja, ist schon die Kleine. Ne? Ist sie? Ja, ich meinte, die kannst du jetzt hier verstecken oder was? Ja. Hey, weißt du, was wir jetzt machen? Ey, fette Idee hab ich. Wir gehen jetzt zu dir nach Hause. Wir machen eh blau. Ja, scheiß drauf. Ja, wir gehen jetzt einfach dahin. Und wo wohnt die? Hast du Adresse? Hausnummer? Ja, scheiße, ey. Ja. Nachnamen? Ich nicht. Aber warte. Die Lehmann, die hat doch die Schulakten von uns, oder nicht? Ja, und da steht doch auch drin, ja, wo wir wohnen und alles, oder? Und um die Uhrzeit ist die ja immer in der Besprechung, ne? Im Lehrerzimmer. Hey. Das Jackpot! Get the Faust! Scheiße. Na, das kann ich. Wo ist unser Geld, hä? Jetzt pass mal auf. Was denkst du, wer du bist, dass du uns verarschen kannst? Deinen roten Haaren. Hä, was denkst du dir? Leute, ich hab das Geld nicht. Na, denkst du, ach, ich geh nicht in die Schule, finden sie mich. Ha, falsch gedacht, hier sind wir jetzt. Wo ist das Geld? Ich hab das nicht auftreiben können. Du hast es nicht auftreiben können. Sag uns, wo das Geld ist, Mann. Ich hab das nicht auftreiben können. Was ist die Wohnung einfach? Leute, ich bekomm das Geld. Nein, Leute, nicht da rein. Boah, wir gucken die Drecksbude hier an, ey. Ist ja ekelhaft. Ihr findet doch nicht, ey. Was ist das hier? Du hast mal ein Vater. Ja, erst ein paar Vitamine, damit du mehr gesund wirst, ne? Pah, verdammte Axt, das ist wirklich nicht witzig für Lisa hier. Die fühlt sich in der Schule nicht sicher, die fühlt sich mit ihrem Vater noch nicht sicher. Und jetzt ist das Zuhause auch noch kaputt. Also noch ein Platz, an dem sie sich nicht sicher fühlt. Das kann echt zum totalen Absturz führen. Morgen 150 Euro, du siehst deine schöne Kette. Nie wieder. Hast du das verstanden? Ihr könnt alles haben, wenn du verstanden Ketten hast. Leute, oh, das ist aber jetzt zeigt sich. Morgen. Ja, kommt als Pfand haben wir die Kette, nein, oder? Nein, lass die Kette bitte hier. Indem sich die Gang Zutritt in die Wohnung von Lisa verschafft haben, gegen Lisas Willen, haben alle Mitglieder dieser Gang sich natürlich an das Hausfriedensbruch strafbar gemacht. Dann kam es noch zu einem weiteren Raub. Man hat Lisa unter Druck gesetzt. Gib uns das Geld, sonst gibt's Ärger. Was hier besonders verwerflich ist, ist die Tatsache, dass der Hausfriedensbruch in der Wohnung von Lisa erfolgt ist. Das heißt, in ihrem Schutzinteresse muss man hier besonders hart bestrafen, weil wenn sie nicht in ihrer eigenen Wohnung sich sicher fühlen kann, wo dann? Mädels, nimmt die Kette, wir gehen. Morgen 150 Euro, alles klar? Räum erstmal hier deinen Kinderscheiß. Ja, räum mal hier deinen Bauch. Kann man ja gar nicht mehr durchlaufen, du siehst hier aus. Boah, ekelhaft, ey. Schande also über dich. Also 150. Du bist aber auch ein Dreck, du.